Tag Nummer 2, der Event für Weihnachten. Und auch heute möchte ich ein bisschen hier kämpfen. Mal sehen, was wir alles so machen können. Es wird bestimmt nicht langweilig oder auch für mich sehr, sehr lustig. Ich herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Star Wars Galaxy Heroes Let's Play Phase 2. Heute wird es mal eine relativ kurze Folge, denn es ist natürlich der zweite Tag der ganzen Events und ich werde natürlich jetzt auch wesentlich mehrere Videos machen. Vielleicht schaue ich sogar, dass ich jeden Tag ein Video aufnehmen kann. Natürlich wird alles erst nach Weihnachten veröffentlicht werden, ganz klar. Wird nichts geben und viel. Nächstes Jahr schaut es vielleicht so aus, dass ich vielleicht einen Weihnachtsstream machen kann, wenn ich da in einer anderen Bude bin, aber dieses Jahr leider noch nicht. Ich hätte es gerne gemacht, weil es gibt dann bestimmt ein paar Dinge, die wir dann nächstes Jahr gemeinsam machen. Leute, ich hätte da 5 Accounts zur Wahl. Ich glaube, es gibt schon genug Content, den ich da bieten kann, damit es funktionieren kann. Glaube ich schon, dass das klappen würde. Ja, glaube ich schon. Auf jeden Fall. So, jetzt nichtsdestotrotz hängen wir natürlich jetzt hier fest. Es geht hier munter los. Von gestern auf heute hat sich natürlich jetzt nicht von meinem Roster nicht viel getan. Ich habe gestern eine ganze Menge getan. Ich habe viele Charaktere freigeschalten auf 7 Sterne und so weiter. Das machen wir natürlich heute nicht, weil ich habe das meiste gestern schon getan. Aber was wir heute machen können, als erstes hole ich mir natürlich meine Tages-Dailies. Und ich habe da in der Richtung jetzt eher dann nicht viel getan. Oh, ich habe eine Freundschaftsanfrage. Die können wir natürlich annehmen. Und wir haben einen Raid. Der wurde gestartet. Oh, Trayer können wir bald wieder machen. Wie viel sind es denn bis dahin? Oh, morgen. Also sprich, morgen wird er gestartet für 24 Stunden. Also heute Abend. Ja, am Samstag. Hey, das könnte knapp werden. Samstag weiß ich nicht, ob ich um 8 Uhr zu Hause bin. Müssten wir was ändern? Ich weiß, ich bin da ein bisschen egoistisch. Aber wir müssen den etwas später machen, weil ich wahrscheinlich um die Zeit noch arbeiten darf. Und ich will, jawohl, dann bin ich halt mal nicht zwar, dann bin ich, gehöre ich halt nicht mal in die Top 10. Habe ich halt Pech gehabt. So. Von gestern auf heute hat sich natürlich nicht viel getan. Ist ja ganz klar. Also, ich bin ja natürlich weiter dran, dass ich meinen Darth Revan ihn hier schön durch die Gegend jagen, den ich ja gestern auf Relikte gebracht habe, dass ich ihn, ihr seht, ich habe die Materialien für Reliktstufe 5. So, das heißt, Moment, das nicht, das ist auch eine Stun-Gun, Moment, irgendeiner braucht da garantiert diese Teile, die ich benötige. Wo ist es denn? Genau, da sind sie. Schrottsammler. So. Da sind sie. Die brauche ich. Das Teil auf gar keinen Fall. Das Teil auf gar keinen Fall. Das ist zu wertvoll. Aber das ist in Ordnung. Genau, und dann kann ich nämlich meinen Darth Revan jetzt auf Relikte 5 bringen. Genau, und dann brauche ich natürlich jetzt diese weiter und dann dieses ganze Material. Die Signaldaten.
Aber ihn will ich als erstes auf Relikte 7 bringen. 8 ist nicht möglich, aber 7 sollte ich hinkriegen. Und dann muss ich schauen, dass ich ihn auch auf Tempo über 300 hochkriege. Das wäre auf jeden Fall angebracht, dass ich ihn auf Tempo über 300 hochkriege. So. Also. Dann. Meine Tagesdailies. Ich habe ja gesagt, ich will in den nächsten... Ich kümmere mich hauptsächlich jetzt darum. Deswegen gebe ich hier jetzt in die Schiffe rein. Da werde ich meine Sachen farmen. Da werde ich meine... Da habe ich meine hauptsächlichen Farmarbeiten zu erledigen. Nämlich hier. Oh, 8 Stück. Dann habe ich jetzt schon 101. Und hier ist der zweite. Haben wir schon mal einen. Ja, bleibt bei einem. Aber das hätte sich wahrscheinlich auch so nicht geändert. Dann. Als erstes Annie in seinem Ether. Haben wir 2. Dann den Hyänenbomber. 1. Und zum Schluss den Rebellen-Y-Wing. Tun wir jetzt auch noch einmal investieren, aber nicht mehrer. Dann ist für heute gut mit Investitionen. 5. Ich habe 5 bekommen. Cool. Und zum Schluss. Ich kann sowieso nicht aktivieren, also spielt es keine große Rolle. Genau. Wie gesagt, ich kümmere mich hauptsächlich jetzt erstmal darum. Das erste, was ich jetzt mache, ich kümmere mich darum, dass hier die auf Ausrüstungsstufe, nicht aber auch, sondern auf 7 Sterne sind, die Schiffe, die ich jetzt haben will. Vor allem der IG 2000 und der Xenadu Blood. Diese 2 will ich auf dem 7. Stern haben, damit ich meinen hier, nicht er, sondern ihn hier endlich mal auf 7 Sterne bringen kann. Und dann anschließend werde ich meine Kopfgeldjäger dann auch, damit ich Chewbacca auf 7 Sterne kriegen kann. All das ist mein nächstes Ziel, was ich dann mache. Jetzt habe ich ja eigentlich schon die großen Events, also die meisten kleineren Events, also vom Reiseführer abgeschlossen. Das nächste ist natürlich eins der ganz großen, sind solche Spielereien wie General Anakin Skywalker oder ansonsten habe ich ja eigentlich schon die meisten Sachen. Ja. Da fehlt jetzt noch Chewbacca, Malek und so weiter. Aber Malek, ich will Malek. Ich werde es vermutlich so machen, dass ich beide gleich parallel mache. Schaut, dass ich Malek und Chewbacca beide so parallel und mit ihm hier auf den 7. Stern bringen kann. Das ist so, weil die restlichen, die werde ich dann, das wird ein bisschen schwieriger werden. So, das war das, was sich dann so getan hat. Und jetzt werden wir noch schnell ein bisschen Events machen. So, dass ich jetzt hier noch nicht alle gemacht habe. Das wundert mich jetzt. Habe ich das immer wieder vergessen? Oder? Nö. Okay. Jetzt bin ich etwas überrascht. So, jetzt machen wir sie erstmal sichtbar. Moment. So. Den Stun, also die setzen wir auf ihn. Für Lea sollte das langen. Dann schauen wir mal an, wen wir alles blockieren können.
Ah, das könnte. Perfekt. Und tschüss. 185.000. Dann die nächste Stufe. Also natürlich jetzt um einiges leichter, weil ich ja ein Team jetzt zusammenwählen kann, was ich haben will, sollte dieses Event kein Problem darstellen. So, ich muss ja den anvisieren und zack, sichtbar machen und zack. Für Lea sollte es wie gesagt immer noch langen, 125.000, das ist in Ordnung. Moment, das hier, oh, Todgeweiht. So, jetzt den Blitz und das hier. Souveränes Event. Also die dritte Stufe. Nein, noch nicht, aber irgendwann demnächst. So, zwei Sachen gibt es jetzt noch für mich zu tun. Das ist jetzt Nummer 1. Dann das letzte für heute, weil wie gesagt, morgen mache ich dann das hier. Da will ich ja schauen. Ich werde zwar nicht viel erreichen, weil meine First Order ist relativ schwach, aber mit meinem Darth Malak sollte ich doch wenigstens Stufe. Vier oder fünf, eins von beiden sollte ich schaffen. Und dieses Event schafft man ja an Rücken zusammengebundenen Knarre. Also in diesem Zustand von meinen Charakteren, muss man zusagen. Okay. So, der ist raus. Dann gehen wir jetzt auf die Ghost los. Mal sehen, ob ich sie rausnehmen kann. Perfekt. Come on, gib's ihm, betäuben, weg. So, und jetzt nochmal verstärken und dann haben wir den letzten Cassian Andor mit seinem U-Flügler. Die schicken wir zurück, ab, dich kann kein Mensch gebrauchen. Entschuldigung, Leute. Ja, und damit, das war jetzt natürlich ein relativ kurzes Video, aber damit ist diese Folge
jetzt beendet. Wie gesagt, es wird jetzt jeden Tag so kleine Videos, so kleine Schnipselchen von den Events, wie ich da mache. Einfach so, der Gaul, wenn es aber jetzt länger dauert, dauert es ein bisschen länger, aber trotzdem. Solche Sachen sollte man auch ausnutzen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so war, Daumen nach oben, Abo, Glocke aktivieren. Und allen schönen Tag, macht es gut, servus. Möge die Macht mit euch sein. Wir sehen uns im nächsten Video.